und oft in ihrem Leben attackiert. Sie stehen in Herausforderungen, die nicht einfach so zu überwinden sind. Sie werden zurückgehalten, aufgehalten und dieses Gefühl gibt ihnen einfach eine Unsicherheit in ihrem Glaubensleben. Und der Feind ist dran an ihnen und er will immer versuchen, alles dran zu setzen, dass es zu einer Entfernung von Gott kommt. Zu einem, dem Herrn kann man nicht vertrauen. Und dann gibt es manche, die sagen, immer wenn ich für den Herrn etwas tue, immer wenn ich im Dienst für den Herrn bin, dann bin ich besonders attackiert. Dann ist der Feind ganz besonders an mir dran. Dann habe ich da in meiner Familie Stress, in meinem Arbeitsleben Stress und überhaupt. Immer wenn ich für den Herrn unterwegs bin, dann attackiert mich der Feind. Als ich so darüber nachdachte, saß ich im Lobpreis in einer unserer Veranstaltungen und ich beobachtete die Saxophonspielerin. Ich dachte, dieses Instrument ist bestimmt wirklich sehr schwer zu spielen. Um da einen Klang rauszubekommen, das muss sehr schwierig sein. Und ich habe dann nachgeforscht über dieses Instrument und das Wichtige bei diesem Instrument, bei einem Saxophon, ist es, dass das Mundstück ganz dicht auf der Zunge aufliegt. Und durch den Atem und dieses Mundstück wird ein Klang hervorgebracht. Und unsere Lobpreisspielerin, sie spielt zur Ehre Gottes. Sie erhebt mit ihrem Instrument den Herrn. Sie preist mit diesem Instrument die Größe Gottes, die Macht seiner Autorität. Sie erhebt ihn, sie stellt ihn über die Attacken und über die Umstände des Lebens. Im Lobpreis erhebt dieses Instrument den Herrn. Und der Heilige Geist sprach mit mir darüber, wie wichtig dieses Mundstück ist. Und dass wir in unserem Reden ein Mundstück für den Herrn sein sollen. Wir sollen so sprechen, dass es ein Wohlklang ist, dass etwas hervorkommt, aus unserem Mund herauskommt, das den Herrn erhebt, das die Macht und die Größe Gottes hervorbringt, dass es einen Wohlklang gibt, der aus unserem inneren Menschen hervorkommt. Das Mundstück, unsere Zunge, soll einen Unterschied machen. Und wenn du diesen Wohlklang hervorbringst, wirst du erleben, dass Menschen dir gerne zuhören. Menschen hören gerne zu, wenn wir wohlklingende Dinge hervorbringen, wenn wir Gutes aussprechen, wenn wir Lob aussprechen, wenn wir wirklich Gottes Macht und Größe aussprechen, dann erheben sich auch andere Menschen. Dann erhebt sich ihr Geist, dann werden sie neugierig, denn sie hören gerne einem guten, wohlgesetzten, einem Wohlklang zu. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Sei ein Wohlklang in deiner Umgebung, sei ein Wohlklang in deiner Familie, sei ein Wohlklang bei deinen Kindern, sei ein Wohlklang bei deinen Arbeitskollegen. Sei ein Wohlklang, der sich über diese Attacken des Feindes, über diese Herausforderungen erhebt. Du wirst merken, das wird einen Unterschied in deinem Leben machen. Gott hat mehr für dich.